16.56 Uhr Lukas Lacko, Mischart Zverev 3, 530:30. Lacko muss federn lassen und verspielt die Führung. Mischa geht volles Risiko, eilt direkt an die Netzkante und hat duselt, dass Lacko seinen Racket beim Volley nicht fest genug umgreift. 16.55 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:5. Der Slowake spielt nun gegen den Satzverlust und kommt erstmal sicher in seine Service-Game. Bei 15:0 stimmt die Länge der Schläge und ein toller Topspin mit der Vorhand bereitete das 30:0 vor. 16.53 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:5 befreit, nachgelegt, 5:3. Mischa reißt sich am Riemen und kann mit zwei guten Aufschlägen schnell das 30:30 herstellen. Für die 40:30 Führung sorgt dann ein eigentlich guter Schlag von Lacko, der aber als Vorhand-Cross nur minimal hinter die Grundlinie zischt. Was folgt dann? Ein Ass, 16.51 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:40. Jetzt hat Mischa erstmals Druck. Nach 0.15 Uhr stimmt links eine Vorhand nicht, 16.51 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:4 kommt das Break. Lacko kontert Zverev mit einem Cross-Volley aus und bestraft so die Risikobereitschaft von Mischa. 16.50 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:4. Will Lacko mit dem Vormannstieg weitermachen, muss jetzt das Break her. Zverev serviert zum 3:5, 16.48 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 3:4. Lacko punktet und verkürzt. Der Slowake kommt mit den etwas längeren Ballwechseln natürlich besser zurecht und zeigt hin und wieder auch mal schöne Schläge in die Ecken. Mischa geht mit der Rückhand in einen Volley und die Netzkante spielt nicht mit, Vorteil Lacko. Nach einem Vorhandfehler hinter Grundlinie tütet Lacko dann das 3:4 ein. 16.46 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:4 lässt sich Zverev beeindrucken. Der Deutsche wartet bei den Ballwechseln etwas länger und wird dadurch indirekt passiver. Lacko sammelt Selbstvertrauen und generiert in einer offenen Rallye einen schönen Vorhandwinner. 44 Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:4 irre. Lacko hat bei seinem Aufschlagspielen arge Probleme und probiert sich nun an der Kopie des typischen Spiels von Mischa. Die erste Nachahmung geht aber erstmal daneben, ein Volley-Aussetzer beschert das 0.15 Uhr, 16.43 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:4 JAP, und dann geht es ganz fix. Zverev lässt bei seinen Aufschlägen weiterhin keine Zweifel aufkommen und marschiert in seinen Services im Eiltempo. Bei 40:15 knallt Mischa einen harten ersten Aufschlag nach außen und Lacko kommt nicht mal in die Nähe des Balles. 16.42 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:3. So geht es aber erstmal mit dem 2:3 weiter und Mischa ist wieder an der Reihe. Lacko geht mit 15:0 in Front, ehe den ersten Zauberschlag der Partie zeigt. Mischa muss hinten links in die Ecke und präsentiert dort einen Lehrbuchlob. Lacko probiert noch den Tweener, hat aber keine Chance. 16.39 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:3. Das 2:3 ist aus Sicht von Zverev etwas schade. Lacko ist beim eigenen Service extrem verunsichert und kann fast nie mit dem ersten Aufschlag für offene Rallyes sorgen. Nutzt Mischa einen seiner beiden Breakchancen, wäre der 1-Satz jetzt schon durch. 16.39 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 2:3. Lacko bleibt im Satz. Der 30-Jährige vertändelt zunächst einen eigenen Vorteil, kann den Druck in den nächsten Minuten aber hochhalten. Es gelingt sogar ein Punktgewinn über den schwachen zweiten Service und dann sitzt der erste. 16.37 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 1:3. Lacko kann sich befreien und findet bei 30:40 nach langer Zeit zu einem starken ersten Service. 16.36 Uhr Lukas Lacko, Mischa Zverev 1:3. Das Risiko zahlt sich aus, zwei Breakbälle für Mischa Zverev.
Lacko kommt nicht in seine Services und ist beim zweiten Aufschlag weiter zu ungefährlich. 16.35 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 1:3. Misch A wackelt aufgrund der extremen Risikobereitschaft etwas, lässt sich davon aber auch keineswegs aus dem Konzept bringen. Lacko serviert und erneut ist Misch A ganz zügig am Netz. Nach einem 15.15 Uhr verliert Lacko einen Schlag zu seitlich ins Aus. 16.34 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 1:3, es geht gut. Zverev ist immer als Erster am Netz, macht dort aber auch vermehrt unnötige Fehler. Lacko erhält sogar eine Breakchance und wird nur durch einen brettharten Aufschlag von Misch A gestoppt. Beim eigenen Vorteil holt der Deutsche einen extrem glücklichen Ball, da Lacko einen Volley auf den Körper zielt und übersteuert. 16.31 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 1:2, zu viel Risiko. Mischa führt schon mit 40:15, vergeigt die Führung jedoch. Lacko stellt sich besser auf das Surfing-Volley von Zverev ein und gewinnt erneut ein wichtiges Netzduell. 16.30 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 1:2, jetzt aber schnell. Während Misch A zum 3:1 ansetzt, ist auf der Tribüne noch Bewegung. Ein paar ältere Damen wollen noch auf den Court, sie sollten sich beeilen. Zverev lässt auch beim zweiten Service nichts anbrennen und macht schnell das 30:0 klar. Lacko hat bei einem Return das offene Feld vor sich, baut jedoch einen Vorhand-Fauxpas ein. 16.28 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 1:2, das erste Spiel für Lacko. Mit dem 30:15 im Rücken stabilisiert sich der 30-Jährige etwas und profitiert von einem Vorhandfehler Mischas. Anschließend erwischt Lacko einen Return mit der Rückhand exzellent und trifft genau auf der rechten Seite genau die Grundlinienecke. 16.26 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 0:2, schnelle Nummer. Lacko ist schon zu Beginn der Partie im Hintertreffen und muss nun unbedingt sein erstes Service-Game holen. Erstmal geht eine gute Winner-Chance via Vorhand rechts daneben, wenig später holt Lacko dann aber seine erste Führung in einem Spiel. Der Slowake lässt sich bei der Aufgabe etwas mehr Zeit und stellt dann via Ass auf 23 Lukas Lacko, Misch A Zverev 0:2, Traumstart. Erst das Break, jetzt das 2:0. Misch A ballert seine Aufschläge mit Power über die Netzkante und hat bei den ersten drei Schlägen nicht mal einen Return zu verteidigen. Lacko gibt auch das zweite Spiel ab und hat erst 2 Punkte auf dem Konto. 16.21 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 0:1 Break, besser kann es nicht losgehen. Der Slowake trifft nicht einen ersten Aufschlag und hat dann sogar das 0.40 Uhr auf der R-Anzeige. Lacko hält eine Rallye über rund 20 Kontakte zwar am Laufen, verfrachtet den letzten Slice jedoch ins Doppelfeld. 16.19 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 0:0, Lacko sofort unter Druck. Der Slowake beginnt das Finale denkbar schlecht und hat bei eigenem Aufschlag und 0.30 Uhr direkt Druck. Einmal geht die Vorhand aus der Mitte heraus ins Netz, kurz darauf geht ein Vorhand Longline ein bisschen zu weit. 16.17 Uhr Lukas Lacko, Misch A Zverev 0:0 und bitte, das Finale von Eastbourne startet jetzt. Slowake Lacko geht an die Grundlinie, hat die gelben Filzbälle in den Händen und serviert. 16.14 Uhr Lacko fängt an, die Cracks haben noch 3 Minuten, dann geht es rund und das Match beginnt. Beim Service fällt die Wahl auf Lukas Lacko, der sich beim Krantos für den Service entscheidet. 16.12 Uhr, da sind die Gentlemen, raus in die Sonne. Nun ist es soweit, Lukas Lacko und Misch A Zverev kommen auf den Court. Das Wetter stimmt, im englischen Seebad herrschen heute bei rund 25 Grad und Sonnenschein beste Bedingungen. 16.08 Uhr, kleine Verzögerung, in Eastbourne am Ärmelkanal laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Spieler sind bereits in den Katakomben und betreten gleich das Grün. Der erste Ball soll dann gegen 16.20 Uhr fliegen. 16.02 Uhr Gegner, Lukas Lacko. Auf der anderen Netzseite steht heute der Slowake Lukas Lacko.
Flacco ist im Moment zwar nur die Nummer 94 der Welt, begeistert im englischen Seebad aber derzeit mit einer klasse Leistung. Der Slowake schaltete im Achtelfinale den an Nummer 1 gesetzten Diego Schwartzmann aus und behielt dann auch gegen den French Open Halbfinalisten Marco Cecchinato die Oberhand. 15.53 Uhr solider Sieg im Halbfinale. Am Halbfinale traf Zverev mit dem Russen Mikhail Kukushkin ebenfalls auf einen Spieler der alten Schule. Beide Kontrahenten boten ein enges und schnelles Match, in dem Zverev seine Liebe für Surf in Volley perfekt ausspielen konnte. Der 30-Jährige führte im 1-Satz zunächst mit 4:1 und holte sich den ersten Durchgang dann über einen Umweg im Tiebreak. Im zweiten Gewinnsatz krallte sich Zverev dann das entscheidende Break. 15.43 Uhr Misch A schon in Wimbledon-Form. Für Misch Zverev läuft die Wimbledon-Vorbereitung momentan wie am Schnürchen. Zverev ist in Eastbourne nicht zu stoppen und steht eine Woche vor Wimbledon erstmals in einem Finale auf Rasen. Nach dem ersten Rundenaus von Halle marschierte der 30-Jährige am Ärmelkanal bislang problemlos durch alle Runden und gab dabei nur in der Auftaktparty einen Satz ab. 15.33 Uhr holt sich Misch A den ersten Titel auf Rasen. Guten Tag, liebe Tennisfreunde. In Eastbourne fightet Misch A Zverev heute ab 16 Uhr um den Titel der Nature Valley International 2018. Gewinnt der Surf-in-Volley-Fan kurz vor Wimbledon das Rasenturnier.